Hallo Freunde des geilen Lückenschwarz, grüß euch zu einem neuen, weiteren Unboxing, jawohl. Da liegt mein Messer und so. Ey, da hinten verfolgt auch alles, ne, Digi? Frodo, Quietweet? So, wundert euch nicht, dass die gelben Säcke da liegen. Ich habe vor kurzem das Pfand weggebracht, da habe ich ein paar Euros mit eingenommen, muss ich sagen. Ich will euch aber jetzt den Keller noch nicht zeigen, ja, damit hinter mir irgendwann zur Roomtour. Ich bin da noch nicht ganz fit fertig, muss das ein oder andere muss ich noch machen und will ich noch ein bisschen verändern, um euch da mal ein cooles Video zu zeigen. Weg mit der Verpackung hier. Guckt ihr das an! Guckt ihr, drei Viertel des beschissenen Paket ist einfach leer. Da ist einfach beschissene Papier drin, Hauptsache die werden es los und wir müssen uns damit rumärgern. Es ist ein Witz. Das ist ein Witz, das, was ich mir gekauft habe. Das ist gerade mal, guckt euch das an, das geht gerade mal bis hierhin. Ey, soll das ein Witz sein? Kleine Kartons habt ihr nicht? Hier, wo meine Nicknacks drin waren, das ist ein kleiner Karton. Der hätte vollkommen gereicht. Nein. Also, sowas Dummes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ey. Meine Fresse nochmal. So, ich bleibe jetzt aber wieder sachlich hier. Mich riecht das echt auf, wenn ich sowas sehe. Das ist Karton- und Papierverschwendung, ohne Scheiß. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich das am besten aufmache. Und dann sehen wir uns so gerade wieder. So, da haben wir es auch schon. Und zwar Jechi. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Klingt doof. Habe ich eine, ja, man kann es als Umhängetasche nehmen. Man kann es aber auch um die Hüfte und das macht man am Bein dran. Das ist wie bei den Polizisten oder bei Cowboys, wie man einen Revolver trägt. So trägt man doch, die kann man diese Tasche tragen. Hier kann man eine Trinkflasche mit reintun, so wie ich das gesehen habe. Man kann es aber auch weglassen. Hier irgendwelche Bleistifte, Utensilien oder ich sag, einen Freund oder eine Freundin besuchen, Pyjama-Party etc. Nagelknipser, Zahnbürste etc. Dann haben wir hier noch ein kleines Fach, wo wir was reintun können. Dann geht es weiter. Dann haben wir hier noch ein Fach. Da passt eventuell das Handy rein. Oder da ist jetzt mal Portemonnaie. Für jemanden, der raucht, kann auch Zigaretten dabei. Hier das Feuerzeug rein. Was immer eure Fantasie dazu bewegen tut, wie ihr diese Tasche benutzen wollt. So, haben wir hier noch. Damit Regenschutz. Man kann dazu machen. Das kennt man wie von Rucksäcken her. Keine Innentasche drin, das ist einfach nur eine leere Tasche, wo man Sachen verstauen kann. Zum Beispiel, man fährt irgendwo hin, ja, pass auf, ein cooler Spot oder ein Lost Places und dann kann man dann immer eben zwei, drei GoPro reinmachen, Zusatzakku etc. Ja, ne? So. Ich hänge mir das Ding jetzt mal um, mal gucken, wie das dann aussieht. So, oben habe ich es. Hier sitzt die Tasche, da macht man es drumherum mit dem Gurt. Der andere versteckt sich. Ja, schwarz bin ich jetzt nicht. Ich habe auch ein kleines Bäuchlein. Da ist der andere Gurt. Das heißt, dieses hier kann man für die Schulter nehmen. Wie gesagt, man kann das auch zur Seite um die Schulter hängen. Ich zeige euch mal im Gegensatz die andere Tasche. So, hier hat man die andere Tasche, wie man sehen kann. Im Vergleich ist das, was ich jetzt hier habe, findet sich hier, ja, für die Schulter. So, wenn man das dann um hat, da dreht sich dann immer. Hier ist also nicht irgendwie noch da irgendwas dran, dass man das beckengurtmäßig jetzt ist fest. Man kann es auch schön bewegen, es arbeitet mit. Egal was da jetzt drin ist, auch wenn es ein bisschen schwerer ist, es hält halt. Man kann ja gucken, dass man das hier noch ein bisschen anzieht. Wie gesagt, da ist ja noch ein bisschen Luft. Aber es ist halt, es behindert nicht. Ist beim Fahrradfahren, man macht halt so. Ich habe das jetzt, ne, also 90 Grad Winkel und. Ist spannend halt, man hat einen dicke Oberschenkel, dann ist halt, muss man gucken, dass man es da echt kurz und knapp hält, beziehungsweise ein bisschen mehr Spielraum reinmacht, keine dicke Hose anzieht beim Fahrradfahren, eine dünne, je nachdem was für ein Wetter natürlich draußen ist, aber es gibt ja diese Thermo-Hosen, die man anziehen kann fürs Fahrradfahren und so weiter, die halten automatisch dann schon warm, da braucht man auch keine Unterwäsche mehr für, das ist wie beim Skifahren. So, ja. Das war es eigentlich bis dahin. Sitzen tut sie ganz gut. Also für Auto, man ist unterwegs und so weiter. Man hat alles direkt da irgendwie so auf Beinhöhe. Finde ich eine super Sache. Nur ich finde halt, die Schnur, die sie hier unten haben, die hätte etwas länger sein müssen. Also wenn man das noch ein bisschen weit auseinander macht, ist man halt, oder hat man halt das Gefühl, da ist nicht mehr viel übrig, was dann noch unten, dass das zuhält.
Aber da ist ja, ich sag mal, eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann den ganz einfach austauschen. Ja, ich mache den Clip jetzt mal auf. So, zack. Da habe ich das hier, kann man es ganz locker rausmachen. Und auf der anderen Seite hat man dann hier, ist das einfach nur festgenäht. Das kann man jeder mit Handel, mit Nadel und Faden kriegt man das auch. Also ich habe schon oft viel auch sowas mal repariert. Ja, kann man das Ding ein bisschen länger machen und dann hat die Sache. Ja, würde ich einfach sagen, eine gute Tasche. Ich bin mal gespannt, wann ich es das erste Mal testen werde. Ja, und wie sie sich dann halt so macht. Alles andere ist dann einfach mal, kauft es euch selber, probiert es mal aus. Ich kann es nur empfehlen, weil es ist definitiv besser als mit so einer Menge Tasche. Da würde ich jetzt, sowas würde ich mir definitiv nicht nochmal kaufen. Das ist für mich definitiv, erstens passt da nicht viel rein. Und zweitens rutscht sie, die rutscht einfach nur, wenn man sie um hat, zur Seite und dann hat man sie irgendwann hier vorne sitzen und nicht hinten an der Seite oder am Rücken. Also die behindert dann einem schon sehr. Beim Laufen oder beim Fahrradfahren, da neigt man ja ein bisschen Richtung, man sieht es ja nicht wie auf der Schopper, sondern mit dem Oberkörper nach vorne und dann rutscht sie, wenn sie ein bisschen bewegt oder huppelt auf der Straße. Dann ist schon Feierabend. Dann kannst du musst das Ding jedes Mal nach hinten schieben. Irgendwann hast du keinen Bock mehr auf diese Bewegung. Da hast du einfach diese Tasche, die hast du dann einfach. Aber so ist das. Für einen oder anderen, der sagt, ach ne, ich finde die Taschen eigentlich ganz cool. eBay Kleinanzeigen ist drin. Einfach mal reingucken. Wer Interesse hat, bitte in die Kommentare schreiben. Dann gibt es einen Link von mir. Jawohl. So, in dem Sinne war es das auch für dieses Unboxing. Danke, Anke. Und ciao mit V. Haut rein. Peace.